Ich weiß auch gar nicht, warum hatte Monster Rancher eigentlich so einen schweren Stand verglichen mit Pokémon und Digimon. Also klar, die Einschaltquoten waren auch hier anfangs phänomenal. Ja, sogar wirklich heftig. Also konnte sich tatsächlich mit Pokémon und Digimon messen, was man so alten Kids und Ausgaben entnehmen kann. Ah ja, hier sehen wir die ganzen Konzeptzeichnungen der Charaktere. Ich denke, es ist vielleicht zum einen die Folgenanzahl, die ja deutlich geringer ist als bei Pokémon und Digimon. Das ist ein echt cooles Extra. Und zum anderen vielleicht war Monster Rancher einfach auch ein bisschen seiner Zeit voraus. Also dadurch, dass es sich eben an eine ältere Zielgruppe gerichtet hat als Pokémon und Digimon, wobei Digimon, finde ich, ist mit Monster Rancher fast auf einer Stufe. Konnten vielleicht manche nicht so relaten oder so. Also klar, viele haben vielleicht Monster Rancher auch einfach als Pokémon und Digimon Abklatsch gesehen. Aber man muss doch auch mal auf die Unterschiede schauen, statt immer nur auf die Gemeinsamkeiten. Und da gab es schon deutliche Unterschiede, finde ich. Allein wenn man sich anguckt, wie die Hauptcharaktere der beiden Serien so drauf waren. Ja, also Tai aus Digimon hatte von Anfang an immer nur den Wunsch, nach Hause zurückzukehren und die anderen Kinder natürlich auch. Und sie sind da eben gegen ihren Willen in der Digi-Welt gelandet und sie haben auch nie aktiv mitgekämpft, sondern immer nur an der Seite gestanden und ihre Digimon angefeuert. Und Genki ist ja das krasse Gegenteil. Nur mit seinen Inlinern für jede Verfolgungsjagd zu haben. Also wegen dem habe ich auch damals Inliner angefangen und total gerne fahre ich bis heute eigentlich noch Inliner. Hab zwar nie das so krass wie Genki gemeistert, aber ja, es hat schon sehr viel Spaß gemacht immer mit Genki und seinen Inliner-Skills. Und es hat mich, wie gesagt, sehr dazu motiviert, damals mit Inline-Skaten anzufangen. Euch zeige ich's! Irgendwie sieht das links total fies aus. Das ist aber auch nicht der Golem, der mit Genki unterwegs ist, glaube ich. Das Kampfkoloss. Also schwarz-weiß sind die Monster ein bisschen schwerer zu erkennen. Ich glaube, das ist Moos Luftschiff gewesen, ne? Also ein paar Orte aus der Monsterwelt. Übrigens sehr hochwertiges Papier. Und Genki hat aktiv mitgekämpft mit den anderen Monstern. Oder sie haben sich auch gegenseitig immer Kraft gegeben, also haben sich so ihre Kräfte gegenseitig übertragen. Wenn einer von ihnen bei einem Turnier gekämpft hat und all sowas. Also Genki war immer mittendrin und ich glaube, er war im Kampf sogar manchmal stärker und nützlicher, mehr MVP als Mochi sogar. Also Mochi hat ja von Genki sozusagen das Kämpfen überhaupt erst gelernt. Und das fand ich ziemlich cool. Also auch, dass Genki in diese neue Welt geschmissen wird, in diese Monsterwelt. Und das erste, gut, für ihn war es nicht so neu. Er kannte sie halt schon aus den Videospielen. Aber er hat nicht eine Sekunde überlegt, wie komme ich zurück in meine Welt, sondern war sofort total euphorisch und hat es total gefeiert, dass er jetzt in der Monsterwelt ist. Und ja, so krasses Gegenteil eben. Ich finde, dadurch hebt sich das deutlich von Digimon ab. Es sieht aus wie in einem Schlafraum in unserem Sommercamp, wenn wir doch endlich wieder dort wären. Manchmal hoffe ich, dass alles nur ein böser Traum ist. Oh, tut mir leid. Ist schon okay. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir denken doch alle immerzu daran, wie schön es dort gewesen ist. Mann, das ist wirklich kein Traum! Nein, kein Traum. Oh, der Wahnsinn, der Wahnsinn! Das ist kein Traum. Das ist echt. Ich bin hier so richtig. Bei den Monster Rangern. Alleine, dass die Motivation des Hauptcharakters eine ganz andere ist. Also, Genki war ja viel stärker in das Schicksal auch der Monsterwelt involviert und weint ja sogar, als Holly ihm erzählt, was da alles so passiert ist mit Mo. Hier gab es auch viele Plot-Twists. Hier sehen wir einen davon, Tiger und seinen Bruder, Wolfszahn, die ja dann sich bekämpfen mussten, so Akame-ga-Kill-mäßig. Wobei das hier zuerst da war, Akame-ga-Kill kam später. Oder auch, als dann herauskommt, was es mit Mo wirklich auf sich hat, werde ich an dieser Stelle auch nicht verraten, keine Sorge. Aber ja, das war auch schon ziemlich krass. Und auch der Phönix an sich ist ein einziger Plot-Twist tatsächlich. Also ganz anders als, das sieht ja sowas von lustig aus, Entschuldigung, das muss ich euch gerade mal zeigen. Da ein Dinosaurier mit einer Kanone.
Das finde ich total witzig. Oder hier. Tatsächlich haben die Monster im ursprünglichen Konzept sogar Schusswaffen gehabt. Ich weiß gar nicht, kamen die auch im Anime vor? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hier, das ist ja ein Bajonett, oder? Ich kenne mich nicht so gut mit Waffen aus. Allein daran merkt man, dass es schon mehr in Richtung Digimon geht. Also bis unter die Zähne bewaffnete Dinosaurier. Anders als bei Pokémon, wo man alle möglichen Tiere ja hatte und die nicht einfach mit 1000 Waffen ausgestattet wurden. Außer vielleicht Turtok mit seinen Kanonen. An manche von den Schauplätzen kann ich mich nicht mehr so erinnern. Oh, hier, die ganzen Geheimnissteine. Das sind verlorene Geheimnissteine, also das sind quasi tote Monster. Ah ja, da wurde das Turnier ausgetragen, ganz am Anfang von Folge 1. Was ich schade finde, ist, dass es nie einen Soundtrack gab von Monster Rancher. Also klar, es gab einen deutschen Soundtrack mit Songs zur Serie, wo ja auch der deutsche Opening- und Ending-Song drauf sind. Ending-Song ist übrigens auch so ein Thema, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, Gali, Pixie, also jetzt kommen hier die vier Meister der Dunkelheit, oder wie die? Nee, die hießen nicht vier Meister der Dunkelheit, die fiesen vier, oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das gab's ja, den deutschen Soundtrack, aber so ein japanischer Soundtrack mit der Hintergrundmusik aus der Serie gibt es, soweit ich weiß, nicht. Oh, guck mal, wie süß, Baby Tiger. Oh, das ist einfach zu cute. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was viele gar nicht wussten, jetzt vor dem Livestream von KSM. Monster Rancher hat ein deutsches Ending. Ja, also man hat basierend auf dem japanischen dritten Ending, merkwürdigerweise, frag mich nicht warum, hat man einen deutschen Ending-Song gemacht, der aber auf RTL 2 nie ausgestrahlt worden ist, intelligenterweise. Aber Hauptsache mal, man hat ihn produzieren lassen. Und auch im Nachhinein denke, da hätte man doch lieber noch einen zweiten Opening-Song produzieren lassen können. Das wäre cleverer gewesen, glaube ich. Cleverer angelegtes Geld. Auf Tele 5 hattet ihr mir mal erzählt, war dieses Ending tatsächlich wohl auch zu sehen, wurde mit ausgestrahlt, kann ich mich persönlich nicht dran erinnern. Ich habe die Folgen auf Tele 5 aber auch teilweise geguckt und da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass da ein Ending dabei gewesen wäre. In der Mediathek vielleicht, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich erst erfahren, dass dieses Ending auch im Bildmaster so drinne ist, durch die DVDs. Damals gab es so Einzel-DVDs mit je zwei Folgen, so random aus der Mitte der Serie, außer die erste Volume. Die erste Volume hatte die ersten zwei Folgen und dann gab es noch zwei Volumes mit so zwei random Folgen jeweils aus der Mitte. Und da habe ich mir dann irgendwann einfach mal für 30 Euro eine gekauft, gebraucht und war nämlich einfach mal erpicht darauf, mir das Opening in guter Qualität mal rippen zu können, also mit dem Video und allem. Und da ist mir das aufgefallen. Oh, da gibt's ja auch noch ein Ending. Ich meine, ich wusste, dass der Song auf der CD mit drauf war. Aber dass der auch tatsächlich als Ending vorgesehen war für die Serie, das war mir dann neu. Echt komisch und schade eigentlich, dass RTL 2 das so gemacht hat. Kann man nicht verstehen. Ja, einige davon habe ich ja sogar als so kleine Figürchen mittlerweile. Ich hatte mir da irgendwann, habe ich ja auch ein Video zu gemacht, ein paar Gebrauch gekauft. Ich habe auch übrigens auf meinem Kanal ein Video, wo ich das offizielle Handbuch durchgehe und die Comichefte. Also falls euch das auch interessiert, ich werde alles in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar verlinken. Dann solltet ihr unbedingt mal ein bisschen rumstöbern, weil ich habe so einiges an Monster Rancher Content mittlerweile auf meinem Kanal. Manche Monster-Designs sind schon cool gewesen. Nee, das ist aber kein Monster, oder? Oder doch? Eher wie so eine Maschine aus, oder so ein Fahrzeug oder sowas. Ein Greifarm. Also das da oben sieht für mich eher wie eine Maschine, wie so ein Fahrzeug aus. Ja, ich fand das Geheimnis vom Phönix ganz toll, was da rauskommt. Das ist ja auch ein Plot-Twist und war auch ganz anders als die legendären Pokémon in Pokémon eben. Ja, weil
Das werde ich auch nicht verraten, aber mit dem Phönix hat es halt was ganz Besonderes auf sich gehabt. Tatsächlich lässt sich Monster Rancher in zwei Staffeln unterteilen. Also es gab dann irgendwann einen epischen Endkampf gegen Mo. Und ich glaube, das war auch damals ein Fehler von RTL 2, dass man direkt danach auch Staffel 2 ausgestrahlt hat. Da habe ich jetzt auch besser gefunden, sie hätten erstmal Staffel 1 noch ein paar Mal wiederholt und dann erst Staffel 2 ausgestrahlt. So hätte man diese Serie einfach länger aktuell halten können. Und dieser Hype wäre nicht so schnell wieder abgeflaut. Ich glaube, da hat RTL 2 auch selber vieles mit kaputt gemacht, leider. Hätte man sich ein bisschen mehr Zeit für nehmen können, ruhig. Also da wurden damals einfach viele Fehlentscheidungen getroffen bei Monster Rancher. Eigentlich hätten sie es damals schon so vermarkten müssen wie jetzt. Dass parallel zum Anime-Release hier auf DVD und Blu-ray auch die Games hätten rauskommen sollen auf Deutsch. Eventuell, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch fehlt, ist der Manga. Es gibt ja auch einen Manga dazu, der zwei Bände umfasst. Frage ich mich auch, wo der bleibt. Ja, da könnte ja auch mal ein Publisher jetzt hingehen. Wir haben so viele Manga-Verlage auf dem deutschen Markt und keiner von denen kommt auf die Idee, mal diesen zweibändigen Monster Rancher-Manga rauszubringen. Finde ich echt schade. Ich würde es gerne lesen. Weil ich gerade bei so Mangas immer schön finde, dass ja dann auch gerade einiges anders ist und so ein bisschen alternative Nacherzählung der Geschichte ist, mit ein paar interessanten Änderungen. Und deswegen würde ich mir das schon ganz gerne mal geben. Da so ein Centaur. Ach Gott, ich hätte es direkt so lassen sollen. Das ist ja interessant. Ein Centaur mit Wolfskopf. Finde ich voll cute irgendwie. Ja, ich kann mich nicht an alle Monster-Designs erinnern, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch ein paar Locations, die sie so aufsuchen auf ihrer Reise. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Queen Metallia aus Sailor Moon, wie die da immer in ihrem komischen Glasdinge da vor sich hingewabert hat in der alten 90er-Anime-Serie. Die Energie der menschlichen Wesen hat mich aus meinem langen Schlaf erweckt. Ich hoffe, dass man das auf dem Video halbwegs erkennen kann, weil das ja doch sehr feine, dünne Linien sind, leider. Was denkt ihr eigentlich über die Extras oder grundsätzlich über Extras? Hättet ihr die Serie lieber in billig ohne Extras gehabt oder findet ihr das total cool, dass man so viele Extras dazu geliefert bekommt? Würde mich auch mal interessieren, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hier, das ist ja das Cover und Backcover auch von dem Sketchbook und so sieht tatsächlich auch der Acryl-Standy aus. Warum auch immer der Raubdino mit im Bild ist. Ich finde, der passt da genauso wenig rein wie Pixie auf das Cover der Box, aber... Pixie hat wenigstens nachher noch mit den anderen mitgekämpft. Das kann man von dem Raubdino nicht behaupten. So, und dann haben wir als nächstes in der Box das Monster-Booklet. Und ich glaube, an der Stelle hier mache ich mal gerade einen Cut, weil ich muss mir unbedingt die Nase putzen. Das fängt schon an, richtig weh zu tun. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!